Also ich hatte einen Riesenbammel davor, dass mir Leute in mein Privatleben gucken. Und hab gedacht, nie im Leben mache ich damit. Weil wir ja nicht fiktive Personen gespielt haben, sondern uns selber. Und hab dann aber die Erfahrung gemacht, dass es nachher irgendwie befreiend war. Ich möchte, dass du dich bei mir fallen lassen kannst. Und dass du dich auch wirklich bei mir frei fühlst. Also, die Liebe, ne? Streng genommen bist du die erste Frau, mit der ich so richtig... Wenn du jetzt auch noch mitbekommst, okay, aber eigentlich möchte sie mehr. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was dein Ego schmälert. Das Wichtigste ist, dass du mit der Frau lachen kannst. Ja, lachen und bumsen. Ich bin dann halt jemand, der dann einfach gerne wissen möchte, wie das so ist. So. Ich gebe jetzt das Geld. Und das hebe ich fürs Höschen. Eine offene Beziehung zu haben, heißt für mich nicht, dass man unverbindlich ist oder dass man sich weniger auf den anderen verlässt. Wir haben ja keine Vereinbarung. Letztens auch jemanden kennengelernt. Was ist das für ein Spiel? In einem feministischen Haushalt, ja? Ja, das ist auch feministisch. Ja, klar, das ist Feminismus, ja. Es geht um meine sexuelle Lust, ja, und die lebe ich dann auch aus. Und wenn du nicht möchtest, dass wir da Schnittpunkte haben, dann lass uns nicht mehr treffen. Okay. Das wäre schon scheiße. Ja, ich weiß. Kacke.